Roll number 8, XBX Germany, Dachau concentration camp. Michalowski, a Polish priest, speaks in German. Sie heißen Michalowski und sind polnischer Geistlicher. Ich höre soeben, dass Sie bei den Experimenten in der Kuba-Versuchsstation teilnehmen mussten. Berichten Sie uns bitte darüber. Am 7. November 1942 wurde ich auf Anordnung des SS-Hauptsturmführers Dr. Brachtl auf den Block 5 geführt, wo sich die berühmte Fliegerversuchsstation befand. Dort traf ich noch zwei deutsche Fliegeroffiziere. Dort wurde ich in eine Fliegerkombination gekleidet, mit elektrischen Drähten, mit zwei Apparaten, die sich auf dem Tisch befanden, verbunden und so in das Wasser hineingeworfen. Ich fühlte sofort eisige Kälte und starken Schüttelfrost. Trotz meiner Bitten hat man mich aus dem Wasser nicht herausgenommen. Nachdem verlor ich langsam meine Kräfte, meine Füße und Hände erstarben, kalter Schweiß kam aus der Stirn und ich war mir bewusst, dass es meine letzten Momente des Lebens seien. In dem Moment trat an mich Dr. Brachtl heran und gab mir einige Tropfen einer mir unbekannten Flüssigkeit. Nachdem verlor ich das Bewusstsein. Wie ich erwachte, lag ich auf einer Tragbahre und man schärfte mir nachdrücklich ein, dass ich über dieses Ereignis nicht sprechen darf, weil es ein militärisches Geheimnis sei. Sind viele bei diesen Versuchen gestorben? Gesehen habe ich nicht viel, weil ich dort allein war als Patient. Aber soweit ich es weiß, sind viele von meinen Kameraden auf diesem Block bei ähnlichen Versuchen gestorben. Danke, Herr Lahn.